Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. In diesem Video zeige ich euch, was auf meinem Sperrmüllhaufen auf dem Balkon mittlerweile passiert ist. So, ihr seht hier jetzt ein bisschen den Sperrmüllhaufen. Also bisher ist das noch alles so unspektakulär. Das Beste zeige ich euch gleich. Ich wollte euch nur erstmal zeigen, dass sich hier kaum was verändert hat. Ich glaube, es ist mehr was hinzugekommen, als ich überhaupt weggeworfen habe. Hier haben sich übrigens auch ein paar Tauben eingenistet, aber die sind jetzt irgendwie nicht hier. Nicht nur Tauben haben sich hier eingenistet, sondern auch Wespen. Hier seht ihr schon mal ein schönes Wespennest. So, genug dem Wespen zugeschaut. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ich mache jetzt an dieser Stelle noch eine Ankündigung. Wenn ich 100 Abonnenten erreicht habe, gibt es ein kleines 100 Abonnenten-Special. Das habe ich schon längst gedreht. Lasst euch überraschen, was ich da machen werde. Falls ihr euch wundert, warum ich wieder ein Video hochgeladen habe, obwohl ich angekündigt habe, dass ich wegen der Datenschutzgrundverordnung keine Videos mehr machen werde. Also ich habe mich noch mal ein bisschen ausführlicher mit der Datenschutzgrundverordnung auseinandergesetzt und herausgefunden, dass es eigentlich doch nicht so schlimm ist, wie ich das in meinem Ansagevideo so beschrieben habe. Und ich habe auch herausgefunden, dass ich in meinem Ansagevideo auch eine Menge Falschaussagen mit drin habe. Für die Falschaussagen bitte ich soweit um Entschuldigung. Ich glaube, ich habe jetzt soweit alles gesagt. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wartet noch, vielleicht kommt noch ein Rülpser.